Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht schon, ich habe hier das Bike vom Moto Bros, vom Phil hier am Start. Und er hat uns auch eine kleine Überraschung mitgebracht, und zwar ein Sound-Setup, womit ihr quasi extrem geile Motorensounds aufnehmen könnt. Ich will euch auch eine kleine Low-Budget-Variante vorstellen, das mache ich jetzt mal direkt. Und zwar, ihr kennt es ja alle, wenn ihr mit der GoPro filmt, der Sound ist einfach, ja, der ist einfach scheiße. Meistens habt ihr extrem starke Windgeräusche und der Motorensound kommt einfach nicht so rüber, wie er einfach in echt ist. Die Low-Budget-Variante wäre jetzt hier dieses Zoom H1. Ist im Prinzip ein kleiner Audio-Recorder, womit ihr hier schon mit den integrierten Mikrofonen aufnehmen könnt. Ihr könnt aber auch noch zusätzlich ein externes Mikrofon per Klinke anschließen. Was ihr mit dem Audio-Recorder machen könnt, ihr könnt den in Schaumstoff, sage ich jetzt mal, einwickeln, könnt den hinten in euren Rucksack packen oder vielleicht in eure Bauchtasche oder Beintasche, oder ihr könntet den auch hinten unter die Sozius-Abdeckung verstauen. Da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass nichts klappert, dass das Ding nicht rumfliegt. Deswegen einfach viel Schaumstoff drumwickeln, Panzertape. Deswegen, hier gibt es so ein paar Utensilien, die einfach immer wichtig sind. Panzertape ist extrem gut. Schaumstoff einwickeln und dann vielleicht hinten in die Sozius-Abdeckung oder in euren Rucksack. Ton pegeln, und meistens habt ihr dann schon extrem, also der Unterschied zur GoPro ist wirklich enorm. Also ihr habt da schon sehr, sehr geilen, detailreichen Sound. Jetzt fährt gerade der Zug vorbei. Ich hoffe, die Audiospur passt noch. Genau, ihr habt, also der Unterschied zur GoPro ist wirklich enorm, und das wäre so die Low-Budget-Variante, den Zoom H1. Den bekommt ihr schon so ab 80 Euro ungefähr und kann ich auf jeden Fall empfehlen für jeden, der einfach nochmal so einen nächsten Step machen möchte, was die Audioqualität angeht, wenn ihr Motorradvideos oder zum Beispiel auch Autovideos filmt. Einziger Nachteil ist halt, wenn ihr den im Rucksack quasi verstaut oder unter der Sozius-Abdeckung, der Ton wird ein bisschen dumpf. Also es hört sich im Prinzip so an, wie wenn ihr im Auto sitzt. Ja, also der Ton wird einfach etwas gedämpft und ist nicht so ganz klar und detailreich. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zur geilen Moto Bros Variante. Wir blenden euch oder wir zeigen euch dann noch ein paar Videos mit Soundfiles, wo ihr den Unterschied dann auch hören könnt. Er hat jetzt hier einen Tascam Audio Recorder. Hier könnt ihr zwei XLR Mikrofone anschließen, die halt dann auch über Phantomspeisung einfach versorgt werden. Dieses kleine Rode Mikrofon, das M5, hat eine Nierencharakteristik. Das können wir im Prinzip, weil es relativ klein ist, einfach in Auspuffnähe zum Beispiel anbringen, oder wir könnten es vorne am Luftfilterkasten oder an der Ansaugung in der Nähe dort anbringen. Und mit dem Tascam könnt ihr im Prinzip bis zu 4 Audiospuren aufnehmen. Hier würden wir allerdings nur 2 brauchen und würden wir auch empfehlen. Also mehr braucht ihr auf keinen Fall. Und diese 2 Audiospuren werden dann eben zusammengefügt hier in dem Tascam. Und ihr könnt dann eben richtig geil das Ansauggeräusch und den Motor- und Auspuffsound miteinander mixen. Und das kommt halt einfach extrem hochwertig und detailreich. Wir blenden euch da ein paar Clips ein, wie der Phil fährt und wie sich das Ganze dann eben anhört, auch im Vergleich zum Zoom H1.
Was extrem wichtig ist, wenn ihr die Mikrofone außerhalb am Motorrad positioniert, ist eigentlich also fast noch wichtiger als das Mikrofon selbst, sind hier solche Dead Cats, also solche kleinen Fellpuschel, die sorgen einfach dafür, dass ihr keine Windgeräusche mit auf der Aufnahme habt, damit ihr einfach einen schönen, klaren Sound habt. Also ihr seht schon, das ganze Setup ist um einiges aufwendiger, als jetzt, wenn ihr nur den Zoom H1 zum Beispiel im Rucksack oder unter der Sitzbank positioniert. Also wir haben jetzt zum einen das Mikrofon, die Dead Cat, also diesen Windpuschel, damit wir keine störenden Windgeräusche haben. Dann haben wir hier noch so eine Dämpfereinheit, womit ihr quasi den Pegel noch weiter runter pegeln könnt, damit das Audiosignal nicht übersteuert. Also gerade wenn ihr hohe Drehzahlen fahrt, dann kommt selbst so ein guter Audiorekorder, wenn er den ganz runterpegelt, trotzdem noch an seine Grenzen und der Ton würde übersteuern. Zusätzlich haben wir dann noch so eine Entkopplungseinheit, sage ich jetzt einfach mal, so eine Dämpfereinheit. Das sorgt einfach dafür, dass sich keine Vibrationen und Störgeräusche auf das Mikrofon selbst übertragen. Euer bester Freund ist in dem Fall einfach das Panzertape. Also wirklich da nicht sparsam umgehen, damit euch die Dinger nicht wegfliegen. Immer sehr zu empfehlen. Dead Cat ist ganz wichtig, genau. Die ganzen Produkte wie den Zoom H1, den Tascam Audio Recorder und die Mikrofone, die XLR-Kabel, das ganze Zubehör, was man für das hochwertigere Sound Setup benötigt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr das Ganze mal auschecken und dann habt ihr wirklich extrem hochwertigen Ton. So, ich demonstriere euch jetzt einfach mal kurz, wie man das Ganze hier befestigen könnte. Wir haben jetzt hier diese Dämpfereinheit, da sind quasi so Gummis drin, damit das Mikrofon da quasi drin gelagert ist. Ja. Ich würde jetzt hier einfach mal ein bisschen Panzertape nehmen, das Ganze zum Beispiel hier oben montieren. Packen wir das mal hier so hin. Zack. Das ist jetzt natürlich alles nur schnell für die Videoaufnahme. Ja. Also ihr solltet euch da auf jeden Fall mehr Zeit nehmen als ich jetzt. Aber ich will das jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr versteht den Sinn dahinter, einfach gut mit Panzertape fixieren. Könnt ihr zum Beispiel auch mit Kabelbinder sehr gut, glaube ich, machen. Dann würden wir jetzt das Mikrofon mit dieser Dämpfereinheit hier nehmen. Könnten das Ganze dann, packen wir es mal hier oben durch, da durchfriemeln. Komm, geh durch. Genau, also wir haben es jetzt so ein, es ist noch nicht perfekt drin, aber wir haben es jetzt ungefähr drin, sprich, das entkoppelt jetzt im Prinzip die ganzen Vibrationen. Müsste man natürlich noch etwas besser befestigen. Dann nehmt ihr euer XLR-Kabel, steckt es ans Mikrofon an, in den Audiorekorder rein. Den Audiorekorder, ja, könnte man am besten zum Beispiel unter der Sozisbank verstauen oder vielleicht in eurem Rucksack, müsstet ihr halt schauen, je nachdem, wie es für euer Bike passt. Und im Prinzip das gleiche Prozedere macht ihr dann auch mit dem zweiten Mikrofon vorne an der Ansaugung oder halt am Luftfilterkasten. Und dann habe ich noch was vergessen, und zwar den Windpuschel. Ne? Der ist natürlich extrem wichtig. Also wenn wir jetzt so fahren würden, dann wäre das Ganze natürlich eine Katastrophe. Aber mit dem Windpuschel hier wird schon einiges geschluckt. So macht ihr das eben vorne und hinten in den Audiorekorder rein, Maschine anlassen. Ich würde jetzt mal sagen, schon mal ein bisschen hochdrehen. Dabei abhören, pegeln, damit es nicht übersteuert, und dann seid ihr ready to go. So Leute, das war es dann eigentlich im Prinzip schon mit dem Video. Wie gesagt, ihr könnt auch mit der Low-Budget-Variante, also mit dem Zoom H1, schon einen enormen Qualitätsunterschied zur GoPro selber quasi gewinnen. Kostet nicht so viel Geld. Wenn ihr euren Bike-Sound verbessern möchtet, dann würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr das Ganze professioneller machen möchtet und wirklich das letzte Detail quasi aus dem Sound rausholen möchte, dann empfiehlt sich natürlich so ein etwas größerer Audio-Recorder und dann eben dieses Setup, wie wir es jetzt hier gerade vorgestellt haben. An der Stelle sage ich danke an den Phil, dass er uns das mega geile Audio-Setup hier mitgebracht hat heute, damit wir das quasi demonstrieren konnten. Ich hoffe, euch haben auch die Audioaufnahmen von Phil gefallen. Checkt auch mal den Kanal von Phil aus, Moto Bros. Er ist übrigens der Gewinner vom Bike Porn Edit Contest. Und dann, ja, haben wir es eigentlich durch. Jetzt ist hier gleich stockduster. Ich würde sagen, wir fahren jetzt alle nach Hause. Jo. Hau rein, danke, dass ihr da wart. Danke für die Hilfe beim Filmen. Auch danke hier an Fabi. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.